Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Black Barus. Vorab wollte ich nur sagen, lasst gerne ein Abo auf meinem Kanal da, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt gerne einen Kommentar. Und Grüße gehen an der Stelle raus an Hot Memes, der hat das nämlich vorgeschlagen, also Grüße gehen raus an dich, der hat nämlich den Anti-Fly-Command vorgeschlagen und wenn du im nächsten Video deinen Command vorgestellt haben möchtest, dann schreib deinen Command jetzt einfach in die Kommentare, sag, yo, ich mach mal einen Shop-Command, mach mal dies, mach mal das, ja, und jetzt würde ich sagen, teilt das Video auch mit euren Freunden, damit die das auch nicht verpassen. Ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Und zwar, wie ihr schon seht, wenn ich hier mit meinem Handy-Account hochfliege, wird er nämlich gleich gefleckt. So, ich kriege nämlich eine Nachricht als Team. Gucke, keine Ahnung, warum ich jetzt nicht... Doch, jetzt. So. Und wenn ich mir jetzt mal das Tag Team, das braucht ihr nämlich, remove slash tag add s remove Team Scream Fun und jetzt mache ich mal ihn Add Team. Dann passiert nämlich folgendes: Ich werde die ganze Zeit gefleckt, also an eine Stelle tippt und dann steht da auch Anti-Cheat Detected by Nightlife. Also man kann noch fliegen, aber ich sage euch, es ist ultra nervig und ich meine, wer kann bitte so cheaten? Das ist ja ultra nervig, ja. Wie das Ganze geht, ist auch wirklich sehr, sehr einfach. Ich adde mir mal eben den Tag wieder. So. Und zwar ist das nämlich auch ganz einfach, weil es gibt auf YouTube ja ganz viele Commands, wie das funktionieren soll. Das Problem ist, das ist teilweise zu schwer. Und naja, auf jeden Fall sind das diese Commands. Es sind allerdings eigentlich nur drei Commands. Der Rest ist hauptsächlich für die Nachrichten. Der erste ist slash execute tag at a tag gleich Ausrufezeichen Team Welle 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 detect Welle Welle minus 5 Welle R 0 tag at p at cheater. Das bedeutet, alle, die nicht dieses Tag Team haben, also alle, die nicht im Team sind, zum Beispiel Screenfarm, mein Handy-Account ist nicht im Team. Das bedeutet, er, wenn er über die Grenze von diesen 15 Blöcken kommt, würde er diese Nachrichten bekommen. Ich bekomme das nicht, weil ich im Tag Team bin. Und warum minus 15? Minus 15 heißt 15 Blöcke nach oben. Wenn er das minus fehlen würde, heißt es, keine Ahnung, warum das so ist, aber 15 Blöcke nach unten. Und natürlich Tag at P, also Detect, Welle, Welle, minus 15, Welle, das bedeutet 15 Blöcke hoch, R. Also wird der Spieler, alle Spieler, die kein Tag haben, also nicht dieses Tag-Team haben, werden bei 15 Blöcken detected und dann wird der Tag at P at Cheater, also es wird ein Tag namens Cheater hinzugefügt. Ihr könnt natürlich auch Tag Hacker nehmen oder sonst was. Der nächste ist nur, um denjenigen zu warnen, dass er detected wurde, und zwar slash tailrail at a tag gleich cheater rail text text anti-cheat detected by nightlife. Natürlich kommt da euer Name oder eure Nachricht, die ihr haben wollt. Und nochmal eine Sache, dieses Ding hier, wo jetzt das G da ist, das ist ein Doppelpunkt. Das hier, ich weiß, das ist schwer zu erkennen, aber das ist ein Doppelpunkt, ein Punkt mit Komma. Das ist ein Doppelpunkt. Also immer nur Doppelpunkt hinschreiben. Hier Doppelpunkt und das ist ein Komma. Doppelpunkt mit Komma. Es ist sehr schwer zu entdecken. Ich weiß, aber ich erkläre es jetzt nochmal, weil das ja leider, ich habe das ja bei vielen schon gesehen. Ich habe ja ein bisschen auf YouTube auch rumgeguckt, wie man das verbessern könnte. Das war teilweise, waren die Commands doppelt so hoch wie jetzt. Oder es war ein viel zu großer Text oder so. Und das ist halt alles zu übertrieben, finde ich. Also ich finde das ein bisschen zu übertrieben, dass da so viele Commands sind oder so viel drin steht. Ja, das nächste ist einfach nur, dass derjenige an eine Stelle tippt wird. Da könnt ihr natürlich auch wieder reinschreiben, was ihr wollt. Aber ich würde sagen, dass einer an die gleiche Stelle tippt wird, dass er halt nicht mehr fliegen kann. Der geht nämlich slash execute at rtag gleich cheater, welle, 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 tp at rtag gleich cheater, welle, welle, welle. Der nächste ist für alle, die im Team sind, da steht dann slash tailrail at rtag gleich cheater, team, rail text, text und dann euer Text. Weil wenn ich jetzt mal hochfliege mit meinem Handy-Account, seht ihr, ich bekomme diese Nachricht, player was detected by using fly.
Das ist jetzt meine Nachricht. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, alles einfügen, was ihr wollt. Ja, und der letzte Command ist eigentlich, das ist der wichtigste noch, slash tag add a, tag gleich cheetah remove cheetah, damit das Ganze nicht nur einmal ausgeführt wird, sondern öfters. Also die wichtigsten Commands sind der hier und eigentlich der hier. Aber ganz ehrlich, ich würde noch Nachrichten, wie gesagt, hier einbauen, dass der Typ auf jeden Fall weiß, yo, ich wurde gerade beim Cheaten erwischt. Leider funktioniert slash kick nicht, also man könnte theoretisch slash kick einfügen, das funktioniert allerdings über einen Command nicht mehr. Ich kann euch das einmal zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt mache slash kick at p und dann mein Handy-Account hier hin teleportiere. So, steht p den ganz nah ran und ihr seht, es passiert nichts. Wenn ich da jetzt mal Scream Fun reinschreiben würde, würde er gekickt werden. Ihr könnt das natürlich machen, macht, aber es würde viel zu viel Leistung ziehen, dass ihr irgendwie so 50 Reihen mit Command-Blöcken habt, wo überall der Spielername drin steht mit slash kick, Scream Fun, dass derjenige dann auch gekickt wird. Das könnt ihr machen. Vielleicht kommt das in V2 noch, aber ich finde das ein bisschen zu übertrieben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne um ein kostenloses Abo auf meinen Kanal freuen. Aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt gerne einen netten Kommentar. Wenn ihr wollt, dass ich mal euer Command vorstelle, schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare und teilt das Video gerne mit euren Freunden. In dem nächsten Video werde ich, oder in den nächsten Videos werde ich wahrscheinlich mal so ein Anti-Command-Block oder Anti-Game-Mode-Command vorstellen. Aber wie gesagt, schreibt euren Command gerne in die Kommentare und ich werde euch dann in dem nächsten Video vorstellen. Jetzt würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, bis dann und ciao!